Aus einer befristeten Erwerbsminderungsrente wurde eine Dauerrente bis zur Regelaltersgrenze. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise, ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de. Heute konnten wir eine sehr gute Nachricht weiterleiten. Wir hatten ein Erstmandat vor längerer Zeit geführt, im Rahmen unseres Sorglospaketes das Antragsverfahren geführt und eine befristete Rente durchsetzen können für unseren Mandanten im Widerspruchsverfahren. Das war natürlich eine etwas umfängliche Tätigkeit. Wir haben dort aufwendig begründet und konnten den Mandanten entlasten. Natürlich bei einer befristeten Rente folgt irgendwann der Antrag auf die Weitergewährung nach Ablauf der Rentenzeit. Und wir haben natürlich die medizinischen Unterlagen, in dem Fall ich, geprüft, haben festgestellt, die Voraussetzungen sind so geblieben wie zu unserer umfänglichen Begründung des Widerspruchs damals nach Erstablehnung und haben die Deutsche Rentenversicherung freundlich, aber unmissverständlich angefragt, ob denn eine Entfristung der Rente möglich ist, da eine Besserung bei dem multifaktoriellen und systemischen Krankheitsbild nicht zu erwarten ist nach aktuellem medizinischen Erkenntnisstand. Die Deutsche Rentenversicherung ist hier unserem Vortrag gefolgt. Das hat uns sehr gefreut und heute kam der Rentenbescheid ins Haus geflattert und wir konnten unseren Mandanten anrufen und ihm mitteilen, dass er endlich entlastet in die Zukunft schauen kann, sich den Therapien widmen kann und ein möglichst erstmal wirtschaftlich entlastetes Leben führen kann. Die Rente wird gewährt bis zur Regelaltersgrenze. Für uns ein schöner Erfolg, der uns sehr erfreut hat. Ich wünsche vor diesem Hintergrund allen beste Gesundheit. Tun Sie etwas dafür. Herzlichst, Ihr Frank Weise von rentenbescheid24.de.